herzlich. Heute haben wir Montag, den 18. Mai. Aktuell ist es schon ein bisschen später, es ist nämlich schon 14.30 Uhr und mir ging es heute ganz, ganz schlecht. Also gestern am Abend hat es schon angefangen, dass ich schon ein bisschen angefangen habe zu erbrechen und heute in der Früh habe ich dann auch gleich auf leeren Magen, naja, fast leeren Magen, ich habe meine Thyrex-Tablette genommen, ihr wisst ja, ich habe Hashimoto und habe dann, glaube ich, eine halbe Stunde später oder eine Stunde später ein Kaugummi gekaut, irgendwie so. Keine Ahnung, aber ich dachte, Kaugummi hilft mir eigentlich immer. Und ich dachte, oh gut, ein Kaugummi, das werde ich jetzt nur nehmen, damit mir nicht so schlecht ist. Das werde ich kauen. Aber naja, vom Kaugummi wurde mir so schlecht. Moment mal. Machen wir kurz. So. Bisschen Baustellenlärm von draußen. Die Nachbarn. Auf jeden Fall, ja, der Kaugummi, boah, der hat mich richtig ins Knockout gesetzt. Da musste ich halt sofort auf Toilette und ja, es ist jetzt aktuell, wirklich jetzt aktuell in diesem Moment fühle ich mich so gut wie schon lange den ganzen Tag nicht oder die Tage nicht. Ich meine, wirklich, das ist jetzt, kennt ihr das, wenn ihr normal seid und ihr schätzt das so und seid so dankbar, weil es euch von morgens bis abends, also wenn ich mein Auge aufmache beim Aufwachen und wenn ich mein Auge wieder schließe, ist mir eigentlich dauerschlecht. Und jetzt habe ich gerade so einen Moment, wo mir nicht schlecht ist und ich könnte Bäume ausreißen, auch wenn ich nicht so ausschaue. Und es ist auch wirklich kräftezehrend, ich sag's euch. Es ist wirklich kräftezehrend. Also es macht was mit einem mental und mit dem Körper. Ja, ich habe einen Frauenarzttermin und ich fahre mit Papa und ich nehme die Michelle auch mit und nehme die Lara und die Luisa und alle außer dem Patrick, weil ich traue mich nicht alleine Auto fahren. Mein Kreislauf ist so ein bisschen, und ich denke mir so, das wäre, glaube ich, doch nicht so eine gute Idee, jetzt alleine loszufahren. Deswegen fahren wir dann alle gemeinsam als Familie. Zum Arzt selber können wir wahrscheinlich nicht alle rein, das ist wahrscheinlich klar. Aber dann gehe ich dann halt alleine und ja, schauen wir mal, wie ich euch heute mitnehmen kann. Aktuell, wie gesagt, geht es mir super, super gut und ja, ich freue mich. Ich konnte nämlich auch ein bisschen was essen. Der Papa hat frische Semmeln gekauft und eine Nussschnecke und das habe ich gegessen und das ging mir super gut. Ja. Also gut, wir fahren jetzt gleich zum Arzt und ich nehme euch dann, soweit es geht, mit. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Wien angekommen. Die Kinder schlafen alle, außer dem Michelle dahinter. Und ich gehe jetzt schnell zum Arzt. Wir sind sehr pünktlich. In 2 Minuten habe ich Termin. Der Papa fährt. Na gut, ich lasse dir die Kamera. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kannst du dann zumachen? Hallo, meine Lieben, ich kann gleich zumachen. Habt ihr mich gesehen? Tschüss. Na, das ist ein Blödsinn. Ich bin schon gewartet. Habt ihr gehört, oder? Wie war denn die Mama? So, meine Lieben, der Frauenarzttermin ist schon länger vorbei. Wir sind jetzt schon zu Hause. Mir war jetzt nur gerade auf der Heimfahrt wieder so schlecht, dass ich nicht in die Kamera sprechen konnte. Aber ich wollte euch natürlich mein Baby zeigen. Warte, schau mal, ob ich das abdecken kann. Schaut mal. Das ist schlecht. Ich muss euch kurz abstellen. So. So, jetzt geht's, oder? Also, wie man sehen kann, kann man nichts sehen. Also, man sieht zwar eine Fruchthöhle und wenn man ganz genau hinschaut, hier oben, hier ist was ganz Kleines und das hat pulsiert. Mama! Ja? Du magst Baby sehen? Das schaut genau wie der Papa aus. Und der Frauenarzt hat mir eine blaue Hülle gegeben. Ich habe noch keinen Mutter-Kind-Pass bekommen. Er hat gesagt, wir machen das beim nächsten Mal, weil ich habe jetzt in einer Woche nochmal einen Termin. Der Mutter-Kind-Pass wird erst ausgegeben, wenn man ein Baby erkennt. Also richtig, jetzt war es nur so ein bisschen was. Er hat nur gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Mache ich mir aber nicht, weil ich mich auskenne. Ich weiß eh, das ist am Anfang, sieht man nicht so viel. Und was soll ich sagen? Achso, er hat mir ein blaues gegeben, weil er schon gesehen hat, dass ich so viele Mädels habe. Fand ich lustig. Vielleicht noch ein Junge wäre.
aber ich würde mich über ein Mädchen auch freuen, und über einen Jungen genauso. Ich glaube, wir kriegen einen Jungen. Ich glaube auch, dass ein Junge geht. Ach so, das hast du aber bei der Luisa auch gesagt. Der Papa, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich dann irgendwie bis dann ein Buch. Ja, genau, diese Übelkeiten. Boah, ja, krieg ich mir einen Sammelpass beim Frauenarzt. Gibt es da was gratis oder was? Bei 10. Kriegst du dann ein Kinderwagen gratis? Ein Kinderwagen. Ja, also wir sind jetzt. Ja. Der Glitzerei. Der Glitzerei Nummer 3. Okay, wir sind jetzt übrigens beim McDrive, weil ich habe den Hunger des Grauens. Der war jetzt schlecht und jetzt habe ich Hunger, das ist der Standard bei mir. Der zwei Glitzer. Der Nummer 3, ja? Ja, zweimal Nummer 3. Ja. Das ist 2. Alles gut. So, ich habe mir ein Filet-O-Fisch bestellt, ein Fisch-Mac. Den esse ich normalerweise nie, also nicht so oft, aber jetzt habe ich richtig... Das heißt nicht Fisch-Mac. Ja, keine Ahnung, früher als ich jung war, hieß der, also früher. So alt ist die Mama schon, dass früher Fisch-Mac geheißen hat. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr die Happy Meal, also das Happy Meal mit Junior, bei uns ist es noch Junior-Tüte. Ja, gibt es auch Senior-Tüte, oder? Sind Lisa. Oh, ist lecker. Lecker, Lara? Mhm. Lecker, Michelle? Ja. Der Papa hat sich nichts genommen, weil lecker, der Papa Mama. Und der Patrick essen zu Hause. Lecker, Mama. Lassen zu Hause einen Salat. Ja. Yeah. Und der Papa schaut sich jetzt unseren Vlog an. Lecker, ich muss Mama. Auch mitschauen. Also, lecker, lecker. Hello! Was soll ich sagen, Patrick? Nein. Magst du sagen? Nein. Komm. Nein. Na gut, dann rede ich dann weiter. Also. Also die Mama und die Mädels haben heute bei McDonald's was gegessen. Ich habe nichts gegessen und jetzt mit Patrick zu Hause ein Salat. Der schaut so aus. Ist noch nicht fertig. Ich habe gar keine Ahnung, wie dieser Salat heißt. Aber es ist auf alle Fälle mit Kichererbsen, Bohnen, Sellerie, Knoblauch, Zwiebel und mehr weiß ich nicht mehr. Salz und Pfeffer, oder? Und das war's. Und Salzgurken. Saure Gurken. So, meine Lieben, so schaut unser Abendessen aus. Ein wunderbarer Salat mit viel Vitaminen und lecker. Also Gott sei Dank muss ich das nicht essen, weil für mich schaut es nicht so lecker aus. Oh ja, viel Grün. Mir geht's echt gut. Deswegen habe ich jetzt auch die Mädels in die Badewanne geschmissen. Wie ihr vielleicht hört, findet Luisa das gerade nicht so cool. Die Luisa mag aktuell baden nämlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Das hat sie vom Papa. Nein, ich weiß nicht, seit früher hat sie es geliebt und jetzt plötzlich findet sie es richtig doof und sie brüllt einfach. Ja, man, weiß nicht, man liebt den eigenen Geruch. Es geht gar nicht darum, aber ja, jetzt findet sie Baden irgendwie doof, die sind zusammen in der Wanne und Luisa rebelliert eigentlich und sie möchte raus. Ja, die Lara spielt schön neben mir, aber jetzt hat sie sich beruhigt, ich glaube der Patrick ist kurz reingegangen. Ja, die Jungs werden jetzt ihre Salat essen. Ein veganer Thunfischsalat, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, es schaut wirklich lecker aus, aber es schaut nicht wie Thunfisch aus, sondern wie ein Bohnensalat. Ja, aber es schaut, schmeckt wie Fisch aus. Hä? Ja, ich wollte sagen, es schaut wie Fisch aus, aber es schmeckt wie Fisch. Und was jetzt? Schmeckt wie Fisch und schaut wie Fisch aus. Gar nicht, wie Bohnen. Es schmeckt wie Fisch, oder? Ja, es schmeckt. Es schmeckt wie Thunfischsalat. Ich schwöre. Okay. Komm, ihr könnt es essen. Was hast du jetzt gesagt, dass die Luisa brav ist? Auf einmal. Hast du die Kinder verprügelt? Ja, ich gehe sie dann waschen. Waschen. Ich bin zwar nicht vegan, aber ich unterstütze die Party dabei. Deswegen esse ich auch vegan. Oh. Also ich esse eigentlich alles. Hi. Na gut, dann kann man schon den Vlog beenden? Na. Na, okay, dann nicht.
Dann gehen Sie noch mal kurz. Der Bauer will das Video jetzt schon. Ihr wollt noch mehr machen, ihr könnt uns noch mehr machen. Bis weit später in der Nacht. So, meine Mädels. Mama, komm her, komm her. Sitzt die Luisa oder steht sie? Ich stehe noch immer. Sie steht noch immer. Mama, also deine Hose, nimm deine Hand. Du willst raus. Willst du, soll ich dich rausholen? Ja. Aber setz dich kurz hin, ich komme dann. Ich hol noch was. Setz dich hin, bitte. Bitte. Na gut, meine Lieben, es ist 21 Uhr. Ich werde das Video beenden. Der heutige Tag ist abgeschlossen. Wir haben die Kinder gebadet. Die Luisa ist jetzt mit Mama im Bett. Die Lara bringe ich noch im Bett. Ich muss noch Haare bürsten. Also Haare trocknen und Haare bürsten. Und die Michelle hat morgen Schule. Deswegen 21 Uhr ist der Laden dicht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke einschalten, abonnieren nicht vergessen und bis nächstes Mal. Tschüss!